Der FC litt 2011 unter technischen Problemen der ganz besonderen Sorte. Beim Transfer von Erik Maxim Choupo-Moting streikte das Faxgerät der Choupo-Motings. Sie sollten den unterzeichneten Vertrag bis 18 Uhr nach Köln faxen, damit er von da an die DFL gefaxt werden könne. Dieses Fax kam allerdings erst nach 18 Uhr in Köln an und der Transfer platzte. Seitdem ist das Fax als Kommunikationsmittel in der Bundesliga praktisch ausgestorben. Ach, wäre im Sommer 2015 der Transfer von Kevin Großkreuz zu Galatasaray Istanbul doch nur geplatzt. Der Weltmeister, damals noch in Diensten des BVB, hätte um ein Haar wegen Formfehlern nicht wechseln dürfen, durfte dann aber doch. Nur spielen durfte er nicht, wegen der Fehler wurde er für ein halbes Jahr gesperrt. Am Ende war sein Heimweh so groß, dass er im Januar in Stuttgart anheuerte, ohne jemals für Galatasaray aufgelaufen zu sein. Andreas Köpke wechselte 1996 gleich zu drei Vereinen. Nach dem Abstieg mit Eintracht Frankfurt wurde er mit Deutschland Europameister und sogar Welttorhüter. Schon während der EM stellte der VfB Stuttgart ihn als Neuzugang vor. Doch nach dem Turnier ließ Köpke Stuttgart links liegen und düste lieber gen Barcelona. Sein Arbeitspapier da enthielt allerdings einen kleinen Schönheitsfehler, auch Ausstiegsklausel genannt. Und genau die zogen die Katalanen noch vor dem ersten Training. Am Ende landete Köpke in Frankreich bei Olympique Marseille. Horst Rubesch hörte 1978 von seinem Transfer über den Äther und ließ ihn deshalb platzen. Während der Aufstiegsspiele einigte sich Rubesch mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel, der nach der Aufstiegsrunde verkündet werden sollte. Auf der Rückfahrt von den Verhandlungen hörte Rubesch im Autoradio die Meldung von seinem Wechsel, fuhr auf die nächste Raststätte, rief in Frankfurt an und sagte ab. Stattdessen bildete er dann das Herz der legendären HSV-Mannschaft der 80er Jahre. Bernd Schuster unterschrieb 1978 gleich bei drei Vereinen. Köln, Augsburg und Gladbach sicherten sich Schuster, dachten sie. Am Ende entschied ein Gericht, dass er nach Köln wechseln müsse, da er dort zuerst unterschrieben hatte. Köln träumte 1964 vom zweiten Pelé und verpflichtete deshalb den Brasilianer Zezé, ohne ihn ein einziges Mal gesehen zu haben. Die Fans vermuteten einen geheimen Deal, um Pelé zu verpflichten. Es blieb aber bei Zezé, dem ersten Brasilianer der Bundesliga-Geschichte. Nach einem Jahr verließ Zezé den FC wieder gen Heimat. Ein Arzt hatte ihm eine Schneeallergie bescheinigt. Der MSV Duisburg war sich 1996 mit dem Weltstar Pavel Nedved einig. Eine Riesennummer für die Zebras. Der Vertrag sollte aber erst nach der EM unterschrieben werden. Nedved spielte dann ein dermaßen erfolgreiches Turnier, dass Lazio Rom ihn verpflichtete und die Duisburger leer ausgingen. Mark Rudin muss den Aachenern 2001 wie ein Schnäppchen vorgekommen sein. Für gerade mal 290.000 Mark wechselte der Australier zu Alemannia Aachen. Der Haken, Rudin, war ablösefrei. Er fälschte Rechnungen und erschlich sich so 290.000 Mark Ablöse. Er, sein Berater und der Schatzmeister der Alemannia, Bernd Krings, wurden schließlich wegen Veruntreuung verurteilt. Energie Cottbus freute sich 2001 auf Valencias Stürmer Adrian Ili. Der kam aber nie in Cottbus an. Stattdessen verpflichtete man seinen lustlosen und übergewichtigen Bruder Sabin. Das Missverständnis endete mit einer Alkoholfahrt und der fristlosen Kündigung. Der Bundeskanzler verhinderte 1990, dass die drei besten Fußballer der DDR nach Leverkusen wechselten. Andreas Thom, Ulf Kirsten und Matthias Sammer hatten bereits unterschrieben. Beim WM-Qualifikationsturnier 1989 zwischen Österreich und der DDR soll sich ein Leverkusener Mitarbeiter sogar auf die Spielerbank geschlichen haben, um mit Sammer direkt zu verhandeln. Da Sammer am Ende nicht in Leverkusen landete, lag am Veto des damaligen Bundeskanzlers Kohl. Er ließ die Bayer AG wissen, es ginge nicht, dass ein deutscher Weltkonzern alle Spieler aus dem Osten hole. Am Ende spielte Sammer dank des Kanzlervetos für den VfB Stuttgart.